Willkommen zu Quarantine School. Mein Name ist Van Bulle Menzel und wir beschäftigen uns jetzt mit Mangas. Ich bin ein großer Comic-Fan und als Comic-Fan interessiere ich mich natürlich auch für Mangas. Manga ist im Grunde genommen japanisch und bedeutet Comic oder wortwörtlich bunt, kunterbunt. Und was ich gerne mit euch machen möchte, ist ein Büchlein, welches heißt Manga-Buch. Hier oben schreibt ihr euren Namen rein, darunter die Klasse. Hier kommt noch ein weißer Kreis. 15 Punkte könnt ihr bekommen für dieses Buch. Und das ist das Cover. Und wie es sich gehört bei einem Manga, ist das Cover nicht vorne, sondern hinten. Schaut mal hier. Das klappt sich so auf. Also das hier ist die letzte Seite. Und das ist die Coverseite. Und die ist bei Mangas bekanntlichermaßen ganz hinten. Die lesen ja von, also nicht wie in Europa, von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Und deswegen ist die letzte Seite auch die Coverseite, okay? Das ist also die Coverseite und das hier ist die letzte Seite. Das hier ist ein sogenanntes Mindmap. Hier seht ihr, worum es geht. Es geht um Mangas und zum allerersten Mal haben diese vier Personen das sich ausgedacht oder diesen Begriff in die Welt gesetzt. Als allererstes könnte man von dem Mönchen Toba Sho, wie heißt der? Toba Sojo sprechen. Der hat im 11. Jahrhundert gelebt und ja, hat das so auf so Schriftrollen gezeichnet, also hat so Comics gemacht, religiöse Comics sozusagen, die allerersten Mangas, wenn man so will. Dann die nächste Person ist Katsushika Hokusai. Der ist sehr, sehr bekannt, ein ganz, ganz bekannter Maler, japanischer Zeichner, vor allem für eine Zeichnung, die die Welle genannt wird. Die kann man auch mittlerweile überall kaufen. Auf Flohmärkten gibt es so Prints, die man kaufen kann. Ein sehr, sehr bekanntes Bild. Manche sagen, es ist das perfekteste Bild in Harmonie und Form und Proportion, was jemals gezeichnet wurde. Und dieser Mann, Hokusai, der übrigens über 30 Namen sich ausgedacht hat, also 30 Künstlernamen, Hokusai ist nur einer von vielen, der soll seine Zeichnung Manga genannt haben. Dann gibt es hier 1902 einen Zeichner namens Rakuten Kitatawa und der hat ein Comic gemacht, welches er Manga genannt hat. Das nennt sich Takusakus und noch jemand Takusakus, Punkt, 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 habe ich das jetzt mal abgekürzt, Takusakus in Tokio, so heißt dieses Comic von Rakuten. Und eine vierte Person, die man nicht unerwähnt lassen sollte, ist Osamu Tezuka. Dieser Mann hat 1953, also der hat ganz viel gezeichnet, also wirklich extrem viel. Es gibt so Fotos, wo ihr ihn seht, wie er mit all seinen Werken posiert. Und der hat wirklich einen ganzen Boden, einen ganzen Saal gepflastert mit Comicbändern, die er gezeichnet hat. Sehr bekannt wurde er oder großen Einfluss hat dieses Comic auf die Manga-Welt ausgeübt und zwar Princess Knight, das heißt die Ritterinnen, Prinzessin. Und dieses Comic hat vor allem sehr viele weibliche Comiczeichnerinnen, sogenannte Mangaka, inspiriert. Und in Japan, das ist in keinem Land, was ich weiß, so gibt es so viele weibliche Comiczeichnerinnen, das gibt es in Europa oder in den USA nicht. Ja, das ist sehr, sehr unüblich. Es gibt sogar eine eigene Wikipedia-Seite, wo über 200 Zeichnerinnen aufgelistet sind. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Also ihr zeichnet hier in diesem Organigramm diese Sprechblase Manga in die Mitte. Dann werdet ihr hier diese vier historischen Personen auch noch reinschreiben. Und das hier oben, schaut mal, diese Wolke und diese Wolke, da steht drin Shonen
und in Klammern Seinen und hier steht in der Klammer Shoujo und in Klammern Yosei. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich kann leider kein Japanisch. Das bedeutet im Grunde genommen für Jungs, ja, oder für männliche Jugendliche. Und das hier Shoujo heißt für Mädchen oder Yosei für Teenager-Mädchen. Und in Japan sind die Comics in diese beiden Richtungen aufgeteilt. Das klingt jetzt ein bisschen sehr spießig, aber also es gibt eine wahnsinnige Vielfalt in der Manga-Welt. Aber im Grunde genommen ist das immer so in diese beiden Hälften aufgeteilt. Na, entweder es gibt Comics für Jungs oder Comics für Mädchen. Die sind allerdings sehr, sehr progressiv in der Art und Weise, wie sie Jungen und Mädchen darstellen, auch deren Identitäten, auch sexuelle Identitäten darstellen. Das hier sind im Grunde genommen die Gattungen, die es gibt im Manga. Es gibt Science Fiction, das kürzt man so ab, Sci-Fi, Science Fiction, Horror-Comics natürlich, Action-Comics, Erotik-Comics, Mystery, Romantik. Es gibt Alltagsprobleme-Comics, also wo es wirklich um ganz banale Dinge geht, die die Menschen so erleben. Und das sind so viele verschiedene Gattungen, das ist nur eine Auswahl, die es im europäischen Comics so nicht gibt. Also bei Marvel zum Beispiel und DC gibt es eigentlich nur Action. Ja? Also es gibt jetzt keine Horror, keine Erotik, kein Science Fiction, vielleicht so ein bisschen, ne? Aber es ist eigentlich eher Action. Ja? Action, Romantik eigentlich auch ganz, ganz wenig. Und vor allem gibt es da keine Aufklärungscomics. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass Peter Parker irgendwie vielleicht drüber nachdenkt, dass er in die Pubertät kommt und ja, Pickel bekommt oder sowas? Also so eine Probleme werden bei Spider-Man nicht behandelt. Und das macht die Manga-Welt so besonders. Zu dem Buch. Wie funktioniert dieses Buch? Dieses Buch macht ihr im Grunde genommen aus einem A3-Blatt. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Also dieses A3-Blatt sieht aufgeklappt so aus. Wenn ihr kein A3-Blatt habt, dann nehmt doch am besten, das habe ich jetzt auch so gemacht, ein A4-Blatt. Das ist ein A4-Blatt hier und klebt es mit einem Tesafilm hier vorsichtig von da bis da mit einem weiteren A4-Blatt zusammen und dann ist es ein A3-Blatt. Und ihr faltet es auf eine bestimmte Art und Weise, das kennt ihr ja schon, zusammen und dann habt ihr halt dieses Büchlein. Und das funktioniert so. Wir werden uns mit jeder Seite mit einer anderen Mangaka beschäftigen, mit einer Manga-Zeichnerin. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit Akira Toriyama. Akira hat 1984 Dragon Ball erfunden, das kennt man ja heute noch. Die meisten Mangas wurden übrigens zu Computerspielen auch gemacht. Dragon Ball, da gibt es ja ganz viel. Dann werden wir uns mit Naoko Takeuchi beschäftigen. Die hat 1992 Sailor Moon erfunden. Das kennen ja auch viele von euch oder eure Mütter kennen das bestimmt auch. Es gibt eine Künstlerinnengruppe, die heißt Clamp. Und die hat wirklich ganz tolle Comics gemacht. 1993 ist zum Beispiel Magic Knight Ray Earth erschienen. Davon gibt es auch Computerspiele. Da werden wir uns mit beschäftigen. Ryoko Ikeda, 1972, The Rose of Versailles, also die Rosen von Versailles. Versailles ist in Frankreich. Ist eine Romanze, ne? So ein bisschen so wie Sissi. Dann werden wir uns beschäftigen mit Rumiko Takahashi. Sie wird auch genannt die Prinzessin des Manga, Princess of Manga. Und eines der bekanntesten Sachen von ihr sind Ranma ein halb, 1987 erfunden. Und ganz zum Schluss werden wir uns mit Kabi Nagata beschäftigen. Kabi Nagata. Und sie hat vor nicht allzu langer Zeit, 2016, ein Comic gemacht, was extrem viel Aufruhr
viel Wirbel gewirbelt hat, sozusagen My Lesbian Experience with Loneliness. Sie hat danach sogar auch einen Comic gemacht. Das sind immer alles biografische Comics, das heißt, das sind Mangas, die sich wirklich mit ihrem echten Leben beschäftigen. Sie hat auch noch einen Manga gemacht über ihre Alkoholsucht. Also das ist sehr, sehr ungewöhnlich, ja, dass eine Mangaka so persönlich wird. Von den meisten Mangaka, also Manga-Zeichnern, gibt es noch nicht mal Fotos oder echte Namen im Internet. Die halten sich da sehr, sehr bedeckt. Und Kabi Nagata gehört einer komplett neuen Generation an, die damit bricht und sehr, sehr persönliche Dinge offenbart in ihren Mangas. Und ja, es ist so, dass wir auf jeder Seite einfach einen Ausschnitt aus den Comics abzeichnen werden. Und zu den Punkten. Ihr könnt ja insgesamt 15 Punkte bekommen. Und wie bekommt ihr diese Punkte? Für diese Seite bekommt ihr 2 Punkte. Ja, 1 bis 2 Punkte. Wenn ihr merkt, das Bild ist okay, dann ist es ein Punkt. Wenn ihr merkt, das Bild ist super geworden, ja, dann macht ihr 2 Punkte. Achtet bitte darauf, dass hier Manga-Buch steht. Hier ist ein Pikachu. Der Hintergrund ist rot. Und hier oben schreibt ihr euren Namen vor und Familienname und die Klasse rein. Vergesst es bitte nicht. Und hier könnt ihr euch dann 1 bis 2 Punkte geben. Und das hier macht ihr auch bitte jetzt gleich in dieser Woche am besten fertig. Ne? Also das und das, diese beiden Seiten. Das ist ja hier relativ schnell gemacht. Wichtig wäre mir, dass ihr diese 4 Namen korrekt abschreibt und hier die verschiedenen Gattungen, die es gibt, und diese beiden Begriffe Shonen, Shoujo oder Seinen und Josei. Für diese Arbeit kriegt ihr 1 Punkt und dann werden wir uns hier für jede Seite auch nochmal Punkte geben. Also für diese Zeichnung könnte ich 1 bis 2 Punkte geben. Hier auch 1 bis 2 Punkte. 1 bis 2 Punkte, 1 bis 2 Punkte, 1 bis 2 Punkte und 1 bis 2 Punkte. Das ergibt zusammen genau 15 Punkte. Übrigens, diese Logos, die ich jetzt hier unten gezeichnet habe, das müsst ihr nicht machen. Das ist nur für diejenigen, die wirklich richtig schnell sind und richtig gut sind. Ja, hier könnt ihr auch einfach nur ganz normal den Titel schreiben des Mangas. Das machen wir aber alles erst beim nächsten Mal. Jetzt geht es erstmal nur darum, das hier fertig zu bekommen. Ja, diese Coverseite. Titelseite und die Schlussseite dieses Mindmap. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß. Und bei Fragen, ja, gibt es ja die Online-Konferenzen. Bis bald. Bye bye. Viel Spaß.